Du bist dran. Hallihallo und herzlich willkommen zu Pokémon Smaragd Souling Challenge. Ja, unserem neuen geglückten, nicht so geglückten Start bisher. Pillepop wollte das erste Pokémon nicht haben. Es war kein Glutexor, also. Alles andere ist es nicht wert gewesen. Ich kaufe mir jetzt erstmal Pokebälle, fiel mir jetzt mal gerade so ganz spontan ein. Ja, ich bin gerade schon auf Route 103. Weil, ja, auf Route 103 kam mir gerade die Deoxys entgegen. Da Alter! Was hast du denn? Diana. Cool. Ja, aber ich kann nicht schon wieder noch einen Attacke einsetzen. Wobei es ist entwickelt, es müsste das aushalten. Aber es ist kein Bodentyp, ne? Überlebe es, bitte? 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 Ja, überlebt. Yo! Jetzt drück mal die Daumen, dass das drin bleibt. Was denn? Nehm ich! Was hast du? Deoxys! Was? Das musst du erstmal fangen, ne? Das muss ich schwächen. Tackle? Halt einen Tackle aus. So, dann gib mal einen Spitznamen für ein männliches Psyana. Oh, das ist so untypisch, ein männliches Psyana. Nenn es männlich Psyana. Aber weißt du was, ich nehme meinen Unisex-Namen Kuja. K-U-J-A. K-U-J-A. J-A. Ist der Gegner, ist der Gegner aus K-U-J-A. Koja. K-U-J-A, ne? K-O-J-U. K-U. Ja. Kuja, okay. Ja, das ist ich hab der, O verstanden. Das ist der Hauptbösewicht aus Final Fantasy 9. Und der ist so ein bisschen feminin angehaucht, ist aber ein Mann. Also deswegen gebe ich das meistens so die Pokémon, die so. Oh, so Deoxys bleibt drinne. Ich habe gerade ein Problem. Ich weiß. Da. Ich habe einen Primärball. Synchro. Ja, Spezialangriff. Hat aber leider nur Tackle bisher. Gut, aber dafür lernt es auch noch Konfusion. Klasse, Mann. Deoxys ist gefangen. Gefangen? Ja. Alter, hast du ein Schwein. Deoxys ist eine mutierte Form eines außerirdischen Virus, das einem Laserstrahl ausgesetzt war. Sein Körper ist auf Agilität und Geschwindigkeit konfiguriert. Ja, geschlechtsloses Deoxys. Virus. Virus. Dann nehmen wir mal bitte schon englische Aussprache. Virus. Nein, Virus. Ich nenn's Virus. Ich kaufe mir ein paar Pokebälle und Tränke. So, was kann denn Virus? Oh Gott. Ja? Silberblick und Wickel. So viel zu, yay, ich hab einen mit Deoxys, ne? Das dürfte ja ganz schnell Konfusion lernen. Psyana, glaube ich, irgendwo im 10er-Bereich. Es sei denn, ich irre mich gerade. Aber zumindest in der zweiten Gen war es irgendwo bei 16 oder so. Wie kann ich denn nochmal die Form ändern? Weiß ich nicht. Welche hast du denn? Die normale. Ja. Oh, geil. Und ob ich das gefangen kriege? Bist jetzt auf der nächsten Route? Route 102? Rizeros. Dann mach ich auch mal mit. Also Rizeros kommt ja auch dauernd, ne? Oh, geil. Das nehme ich. Ja. Giflor. Weißt du, was für die erste Arena? Wenn es überlebt. So, mein Tackle wird ja wohl überleben. Das sind drei. Och nö, jetzt fang nicht mit Megasauge an. Aber weißt du, was ich am Überlegen bin? Rizeros lernt ja auch nichts effektiv. Nö, Normalattacken. Ja. Das ist ja mein Problem gewesen beim letzten Mal. Boah, weißt du, Eden, die ganze Zeit machst du keinen Schaden, aber dann haust du einen Crit raus, ne? Wir sagen nie K.O. K.O. Sag mal, könntest du mir mal mein Pokémon lassen, die mir helfen in der ersten Arena? Geil. Dann geh ich jetzt mein Pokémon heilen, weil Fred ist. Fred sage ich schon jetzt schon. Pegasus ist paralysiert. Dun, 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 dun. Das gibt's einfach nicht. Ah, ich hab gar nicht geguckt, Dings hat keine TM dabei zufällig, ne? Kein Item? Nö. Virus, du kannst mal nach vorne gehen. Kannst du die ersten Kämpfe machen? Das ist einfach eine Frechheit. Beim letzten Mal noch über mich meckern, dass wir keine Pokémon haben, jetzt bist du die Hänge. Ja. Ich bin ganz lieb. Das ist schon zwei Encounter von dreien. Ja.
Musst du mir hier auch noch. Fifilin kann ja nur tackle, ne? Es kann ja noch keinen Biss auf dem Level. Oh Gott, dieser Schaden, ne? Dieser nicht vorhandene Schaden. Was war jetzt nochmal dein zweites Pokémon? Virus Deoxys. Ach ja. So. Nein, ich habe 5 Film weggekrötet, aber es war ja kein wildes Pokémon. Das ist ganz gut so zum Trainieren, dass die Trainer hier noch so schwächliche Pokémon haben. Jetzt kann ich nämlich so. Virus einsetzen. Oh yeah. Dann so, Leute. Ich habe auch mal kurz die Pokémon eingeblendet. Ja, geil, ey. Warum? Warum willst du diese Pokémon nicht haben? Ich hatte halt auch kurz mit dem Gedanken gespielt, auf Route 103 zu gehen und den Rizoros durch Glutexo zu ersetzen über die Claws. Aber irgendwie wollte Eden einfach grundsätzlich erstmal kein anderes Boden-Pokémon akzeptieren, bisher. Merkst du was? Ich kämpfe gerade gegen den Teenager. Dum, 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 dum. Oh, das ist doch einfach nicht wahr hier. Und der jault sich ein zurecht, ich sollte vielleicht besser auf Eden wechseln. Also es geht schon gut los, Leute. Also, weißt du, irgendwie steht diese Challenge insgesamt, egal ob es jetzt die Arena-Leiter war oder auch diese, bisher unter keinem guten Stern. Bitter. Echt bitter. Welches Pokémon hast du als zweites jetzt noch gehabt? Psyana. Ach ja. Aber beides Psychotypen, die zusammengehören. Ach, verdammt, ey. So. Rivals Level 4. Pegasus Level 7. Naja, sollte Virus noch eine Dings lernen, eine Psycho-Attacke bis zur ersten Arena, habe ich ja das Problem ja nicht mehr. Ja, du, ich habe auch bisher nichts gegen die Arena. Aber Giflor wäre so geil gewesen. Es sei denn, denk aber dran, dass Giflor nichts mehr lernen, ne? Ja, aber Giflor konnte schon Mega-Sauger. Ja gut, aber das hat es dann von Level 1 an, ne? Ich habe momentan das Problem, dass mein Kuja nur was bringt, wenn es Konfusion lernt. Und das ist ja irgendwo im 10er-Bereich. Oh, Tronfugier. Nach hier. Der zweiten Gen zumindest. Tronfugier habe ich gefunden. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Shiny finde, ist das ja auch, hat sich das ja auch gegessen. dann wandert Galoppa erstmal raus. Ja. Zickzacks. Yay, Level 5 für Kuja. Wobei es auch interessant ist, meinen Psyana von Anfang an zu haben, ne? Hör auf mich an zu brüllen. Und nicht dieses Abmühen wie in der zweiten Gen, wo wir nach Tara und so immer entwickelt haben und. Glutattacke! So. Ach, das ist doch alles doof, ey. Und nochmal Glutattacke. Kämpfst du immer noch gegen den Käfersammler? Genauso wie ich oder bist schon weiter? Bin dann eben Teenager mit einem Zixas. Ah, also schon einen weiter. Und Schwalbini. Ja, zu dem komme ich jetzt. Bin aber erst immer gerade auf ein Pokémon gestoßen. Autsch. Ich hätte hier noch Paras haben können. Yay. Yeah. Also richtiges Encounter-Glück haben wir hier, ne? Ich mochte meins bisher. Psyana ist auch gut, aber Rizoros hätte ich nicht haben müssen. So, ich sammle. Wäre ich dann auf Favorite Claws Suche gegangen. Erstmal Sindelbeeren einsammeln. Pirsisbeere. So. Gab es hier noch ein Item rechts zwischen den Blumen? Nein. Oh, hallo junge Dame.
Ah, gut, dass wir hier jetzt nicht diese zwei Level höher Claws mehr haben. Boah. Meinst du? Können wir wieder einführen? Nein. Boah, die macht mich fertig. Level Cap reicht schon. Dadurch hast du ja ein um zwei Level gesenktes Level Cap eigentlich. Mhm. Aber geht einfach nach Dings, ne? Nach Arena typisch. Oh. Nein, ich wechsle nicht aus, weil ich habe vergessen, auf Folgen zu stellen. Zitze. Merke ich gerade. Huch. Okay, ich muss auswechseln. La, la, los, Eden! Hornes. Und tschüss, Zigzags. So. Knilz, ist das dein Ernst? Tschüss, Knilz. Eieiei. Bam, und Pegasus ist Level 8. Super, ey. Und Karin wurde geklatscht. Jetzt hole ich erstmal das Item hier unten. Das ist ein Sternstück. Oh, wieder Geld. Oh, falscher. Ach, egal. Geld. Du kannst dir Tränke kaufen, ne? Hallo, Blütenburg. Lange nicht gesehen. Ach ja. Ja, ist lang, lang her, ne? Ich muss mich erstmal an den Rahmen gewöhnen, den ich hier bei Pokémon eingestellt habe. Ich habe diesen bunten Lego-Rahmen. Ach so. Ja, ich habe jetzt den Standardrahmen anscheinend. So, Pokémon-Markt. Hallo, Göre. Erstmal verkaufen. Mein legendäres Sternenstück. Ja, weißt du. Da noch ein Item-Vorteil im Vergleich zu mir. So. Dann. Ich finde wahrscheinlich wieder den letzten Schrott dort. Kaufe ich mir 5 Tränke. Kaufe mir 3 Gegengifte. 3 Paraeiler. Ich nehme gleich Status-Items mit hier und 3 Aufwecker. Ja, merkt ihr was, ne? So. Und für den Rest kaufe ich mir Schutz. Zeugs mit Heiko speede ich gleich, also nicht wundern, Leute. Weil ich habe da keine Nerven für, dass da 3-4 Minuten in der Folge für drauf genommen, Heiko das Fangen zu zeigen. Das haben wir ja alle schon hinter uns eigentlich. Gut, mache ich das auch mal. Blablabla. Ja, nur das, ne, ist doch so. Hört sich zwar komisch an jetzt. Hallo Trassler. Zeig das mal Skrit. Trassler wurde besiegt. Es gibt. Oh ne, danke. So. Der Sporenwirt hat mein Psyana vergiftet. Und die Synchro von Psyana hat Knilz vergiftet. Oh, da kommt der Pädophile wieder. Scott! Ja, ich hänge noch im Kampf, sorry. Ja, ich habe das jetzt mit Heiko. Ich habe gerade ein ernsthaftes Problem mit diesem Knilz. Knilz! Na, ich habe Heiko jetzt weggespeedet. Ja, ist ja okay. Okay, das war Fail von ihr. Das Problem ist, komme ich überhaupt zum... Dann meinen Rahmen mal eben aktualisiert und fertig ist. So, Pokémon. Also dein Rahmen. Weil ich die Deoxys und Pisana eingesetzt. So, mein Pokémon für Route 4 kann ich hier. 104 kann ich jetzt schon mal suchen. 11 Schritte kann ich gehen. Und es ist. Ja! Das, es will mich nicht verlassen. Es will, dass ich es fange. Finde ich gut. Was denn? Giflor! Route 100, was war das? 4. Oh cool, jetzt kann ich auch Romakur. Romakur hilft dir bloß nichts gegen Wickel, mein Freund. So, Pegasus, das machst du mal, weil ich glaube, Virus kommt hier nicht sehr weit. So, ich hole mir jetzt noch das Item und dann speede ich auch Heiko weg. Heiko wegspeeden. Super, weißt du? Und weißt du, was ich finde? Hm? Lava-Cakes. Das erinnert mich an meine Arc-Folge, die ich gestern gerendert habe. Da habe ich einen Dodo weggekickt mit einem Triceratops. Pff. Flog erstmal über die ganze Karte. So.
Oh, Alter, ernsthaft, ich will doch nur das Giftflow fangen. Hör auf, die ganze Zeit paralysiert zu sein. Wieso hilft Aroga? Das ist auch geil. Durch den Speed war ein Sprung vom Gras rüber in die Arena. Ja. Bam, 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 bam. Warum setzt so, du nur am Gott ist auch erledigt. So. Ich hab grad ein bisschen Angst. Warum? Das setzt die ganze Zeit nur Aromakur und Stachelspore ein. Also eben konntest du noch Absorber und Megasauger. Hör auf. Ja. Ah nee, das ist gut, aber ja. Ich hab. Das ist immer ein Giflo wurde gefangen. Zumindest nicht für die nächste Arena, aber wenn ich das fange, Blitzer. Schick. Ich werde zum Evolution-Trainer oder was? In Jahreszeiten, denen es mehr Blütenstaub produziert, ist beim Laufen die Luft um es herum gelb vor Puder. Der Puder ist hochgiftig und verursacht Paralyse. Ich glaube, ich will Giflo doch nicht haben. So, gibst du mal einen Namen für ein weibliches Giflo sogar? Fliegenpilz. Du sollst coole Namen nehmen. Fungus. Nein, einen coolen Namen für ein Giflor. Mhm. Denk an coole Spielnamen, Seriennamen, Anime-Namen. Ach, ne, ist einfach Nami. War ja weiblich, ne? Mhm. Dam, dam, da, dam. Blitzerzellen erzeugen Elektrizität, die durch die Aufladung des aus Nadeln bestehenden Feldes verstärkt wird, was die Blitzschläge erzeugen kann. So, Nami. Ja, es kann mega sauger geil. männliches Blitzer. Quietzekottel. Was? Quietzekottel. Bitte was anderes. Warum? Quetzekottel? Musst du mir jetzt buchstabieren, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich muss es kürzen, aber wir können es dann bei Q, also Q, U. Warte, Q, U, E, T, Z. Ja. Da ist das Z, ja. E. Ja. C. Quietze. Ja. OA. TL. Quietzekott heißt es jetzt. Dann nimm das U weg vorne. Nö, hat sich erledigt. Wenn du mir schon beschissenen Namen gibst, dann werden sie richtig beschissen. Namen? Das ist Quietzekott, das ist der Aufruf aus Final Fantasy 8. Mhm. Sogar, jetzt gehe ich mal kurz meine Pokémon ein. Einer meiner Lieblingsaufrufe dort im achten Teil. Ich werde von Evolutions verfolgt. Und immer noch nicht für die erste Arena. Ne? Das ist ein Zeichen. Total. Nami, mach du das mal. Dings reißt ja hier nichts. Deoxys? Yep. So, mega Saugur! So, Quietzekott, du kannst wahrscheinlich genau die gleichen Attacken, die auch das. Ja, Tackle, Rutenschlag und rechte Hand, ja. Wer hätte es gedacht? Dann kannst du Doppelkampf, rechte Hand, pupu. Setz jetzt rechte Hand, pupu. Machst die Plusel- und Minotaktik. Ist dann nicht. Bist du schon im Blütenburgwald? Nee, ich hock hier noch bei dem. Schnösel, Schnöseline. Nee, unten im Sand. Bei dem Teenager. Die Folge ist eh zu Ende. Also. Oh, geil. Okay. Virus hat gerade Nachtnebel gelernt. Ja, Leute. In der nächsten Folge klatsche ich da den rumrennenden Teenager. Nee, da musst du jetzt warten. Ich bin noch im Kampf. Ja. Virus hat gerade Nachtnebel gelernt. Damit kann ich arbeiten. Das finde ich in Ordnung. Ach ja. Und dann sehen wir mal, was wir nächstes Mal im Wald fangen. Im Wald. Da fangen wir bestimmt irgendwelche kranken Bastarde, die Kinder beobachten. Ha! Nami Level 6. Es läuft! Es schläuft! Genau. So, Leute. Dann. Bis dann.
bewerten und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Bis dann, ciao.